liebe böse Freunde und herzlich willkommen zu Part Nummer 21 von Skyward Sword. Ich bin der Drake, man, wie ihr wisst, und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ins Game ein. Wieder eine halbe Stunde im Wald von Firune. Ich starte sie. Ab jetzt geht es los. Oh yeah. Und ja, wir haben jetzt diese Drachenschuppe, Wasserdrachenschuppe, damit wir jetzt tauchen können. Ich würde auch sagen. Ich weiß nicht, warum man so behindert taucht. Sag mir nicht, man steuert das Tauchen mit der Remote, ey. Ah, hey. Tatsächlich. Ey, warum Nintendo? Und ihr seht, hier kann man rein. Ich muss tatsächlich wie beim Fliegen links steuern, ey. Das ist doch voll scheiße. Sorry, aber das ist richtig scheiße. Vielleicht habe ich deswegen dieses Spiel auch nur einmal durchgespielt, weil es so viele kleine Sachen gibt, die einfach kacke sind. Wie das zum Beispiel. Es gefällt mir gar nicht. Da gibt es ja so Luftblasen wie in Sonic. Ich sehe das. Sicher funktioniert das einigermaßen, aber nicht geil. Man kann mit der Remote nicht präzise lenken. Durch die Schwenkungen. Egal, schauen wir mal, was hier so ist. Da ist schon mal irgendwie überall gar nichts. Dum, 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 dum. Ach so. Da kann er überhaupt nicht hoch, okay. Wie ging das denn jetzt nochmal? Tadellos funktionieren. Das normale Tauchen, wenn ihr A nicht gedrückt haltet. Beim Tauchen. Dann könnt ihr mit dem Stick lenken. Da steht ja voll scheiße, Mann. Das ist eine Verarsche, ehrlich. Ja. Na, ja, habe ich den Bildschirm gepusht, kam ein Herrscher raus aus einem Fliegerpilz. Wohlgemerkt. Na, da gehen wir vielleicht am besten nicht herunter. runter.
Hä? Achso, du bist ja. Genau. Mann, Mann, Mann. Nein. Kriegst mich nicht. Deko-Kerne. Mann, fick dich. Sag mal. Oh, cool. 5 Rubine. So. Ich würde sagen, das hat mal wieder tadellos gemeistert. Oh. Was macht denn die ganze Zeit so komische Geräusche? Komm wohl von hier drin. Ich würde doch mal gucken. Ich will nicht wieder rausgehen hier. Verliert nur ein Herzchen, ist ja super nett. Hört ihr schon wieder? Mango! Ist wie weglaufen. Ah, verdammter Mongo. Ja, sehr gut. Bla 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 bla. 18 Stück schon, meine Herren. Pong pong. Was will Pai denn schon wieder? Peter, hörst du das auch? Ja. Das hört sie jetzt erst oder was? Oh, ein Käferchen. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Wieder dort oben. Das ist ein bisher unbekannter Kukikio. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Halt dein Maul jetzt um! Ja! Wer stört? Oh, ein Menschen sieht man hier nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler von Volke der Kiu und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hierher geschafft hast, aber du kannst mich...
auch sehen. Aber du kannst mich denn auch sehen. Aha, das denn hätte man auch weglassen können, aber gut. Ja. Und das, obwohl selbst die anderen Kyo mich nicht sehen können? Aber sag, was will ein Mensch wie du eigentlich hier? Die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert, um einen dir wichtigen Menschen finden zu können? Ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nun erzähle? Ja. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß, außer er. Die Flamme, die du suchst. Man nennt sie Farores Flamme. Wow, diese Flamme. Ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, die die Göttin noch unter uns wandelt. Sie vertrauten die Flamme dem Wasserdrachen, an der hier im Wald von Firone lebt. Das heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest den Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Hört sich das nach Wassertempel an? Das hört sich nach Wassertempel an. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen und unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols, du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Sieh dich mal an den Ort um, den ich auf der Karte mit X markiert habe. Ja. Was steht? Hast du dir gemerkt, wo du das Symbol findest? Natürlich. Na dann, gute Reise. Warte! Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren, also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir so, gerade dann hat er Besuch zum Freshen gern. Hahaha, vergiss nicht, du darfst niemanden verraten, dass ich dir von Farores Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Er ist jung zum gefressen werden. Ja, lustig. Nein, ich möchte nicht tauchen. Tauchen ist scheiße in dem Spiel. Obwohl, wir müssen ja da vorne gleich runterfahren. Das ist schon so gemacht haben wie in Twilight Princess, verstehe ich nicht. Warum muss bei Nintendo die Remote immer irgendwelche Funktionen erfüllen? Ja, ich stopp. Ein Kreis, ja. Super, ne? Soll ich mir das jetzt so angucken? Soll ich da Musik spielen? Nein? Mich erfüllt das hier gerade keinen Zweck. Soll ich mich darauf stellen, damit ich das besser sehen kann, angeblich? Da ist es. Siehst du es? Link, guck es dir an. Das ist ein Kreis. Super, was soll ich denn jetzt mit der Information?
schnell decken. Du hast einen Einsiedler getroffen? Ich dachte immer, es gibt nur 5 von uns Kyo. Die Welt ist groß, ich würde den Einsiedler auch gerne mal treffen. Ho, ho, ho. Was laufen die Großen hier sogar schon so, Bro? Aber ich verzichte auf eine Begegnung. Was haben wir denn auf der Karte? Haben wir da noch irgendwo Wasser? Da ist noch Wasser, aber da ist ja der Wassertempel. Nö. Entschuldigung. Ich bin etwas müde. Gib mir nicht auf den Pisser, ey. Wann ein scheiß Wassertempel ist überhaupt? What the fuck, das Netz, ey? Wo kommt das auf einmal hin? Okay. Hinten war der, ne? Da oben. So, nu? Ja. Wollen wir gucken, Laut P. Cooper, dem Kiwo-Einsiedler, der nie seinen Namen gesagt hat, aber ist ja egal. Überwacht der Wasserdrache die heilige Flamme und dein Schwert neue Kraft voller ein. Trifft der Wasserdrache die heilige Flamme. Und dann spielt Zeit. Wir sollten zu diesem Zeichen, aber Link hat sich da überhaupt nichts angeguckt. Geschenkte Götter. Mach hier einfach so rum. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Dass die Sachen hier einfach so im Mond rumliegen. Herzteile liegen hier einfach rum. Ich verstehe das jetzt nicht, tut mir leid, Leute. Weil da ist das Zeichen, ja, aber er guckt sich das ja nicht an. Aber es bleibt mein Ziel, oder nicht? Ne, ist weggenommen. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich so ein Ding herbekomme? Och, Katze, halt dein Maul. Miststück. Die Fresse! Das Symbol ist, von dem dein Einsiedler sprach, beträgt 80%. Ich bin schon vor, dass du dir dieses Symbol gut einbringst. Ja, super. Was hat das denn jetzt gebracht? Nichts. Ihr versteht, ist wahrscheinlich das Dilemma, was ich gerade habe. Dass das Spiel einfach mal auf nichts reagiert, was ich hier mache.
Ups, das war zu früh. Hier wollte ich hoch. Geht das? Oh, natürlich nicht. Also egal, man kann auch durchlaufen. Ha, ja, gut, ja. Ausgezeichnet. Da gehen wir da nochmal hin. Ich soll mir das einprägen, aber ich weiß nicht, was es mir bringt. Hey, du Penis, jetzt hat er mich tatsächlich angegriffen. Hat mir Treffer abgezogen. Ja, Pioneer, nur. Mucke spielen oder was? Hinter mir, wahrscheinlich war noch zwei, findet sich hinter dem vor eine Flamme. Die Kraft der Göttin, von der dir die Kio an sich erzählt hat, ist wohl der Himmelsstrahl. Ich vervollständige das Siegel. Ich empfehle den Himmelsstrahl zu sammeln. Und vor dem Tor das Muster zu zeichnen. Ich hab doch da. Guck, sag mal, wollen die mich verarschen? What the fuck? Jetzt reagiert er auf einmal oder was? Fick dich! Perfekt. Besser geht's gar nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist doch richtig, da war doch ein Kreis, ey. Ach, jetzt erkennt er es. Eben gerade war nicht gut genug, oder was? Man kann mit der Remo nicht malen, Mensch. Wenn ihr das könnt, schön für euch, ich kann das nicht. Yeah. Gloriasee. Ja, ja, ja. Bam. Schöner Strömer. Ich hab mal wab. Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Ein Mensch, das sieht man hier nicht oft. Ich hätte nicht gedacht, nie gedacht, dass ein Mensch so tief tauchen kann. Kannst du auch eine Wasserschraube ausführen, indem du den Nunchuck rückartig bewegst? Du Nervensäge, folge mir nicht weiter. Ich sage es sonst dem Wasserdrachen.
Du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du es sicher nicht hindurch. Du siehst das anders, dann versuch doch mich zu fangen. Tja. Unmöglich, ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe. Heißt, dass du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat. Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Was ist los? Es ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bringe dich zu ihm. Dieses Schwimmen ist zum Kotzen. Hier sollte ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Da versperrt uns Phasen den Weg. Und was machen wir jetzt? Wir schwimmen erstmal an die Oberfläche und gucken, was es da so gibt. Anscheinend nichts. Das ist ja auch sehr gut. Ach, herrlich, macht das keinen Spaß. Ich hasse Wassertempel. Alles, wo man schwimmen muss, ich finde das absolut scheiße. Ich frage mich, ob das den Entwicklern Spaß macht. Ich kenne niemanden, der Schwimmen im Spiel mag. Alter, ist ja gut, ihr Ficker. Komm gleich ab hier. Oh, diese Steuerung. Die ist super gut. Da oben ist wieder der Wald von Pharaoh. Bald sind wir da. Da vorne wartet der Wasserdrache. Ja, aber da hinten war noch eine Tür. Oder ein Felsen. Da ist jemand eingesperrt gewesen. Ah! Bitte friss mich nicht! Keine Angst. Keine Angst. Wirklich? Du frisst mich nicht? Puh. Hier war so viel Lärm und Getöse. Da habe ich mich versteckt. Ich frage mich, wie er die Felsen davor gekriegt hat. Ja. Logik, adieu. War gerade ausverkauft. Ja, anstatt Wasserbomben muss man das jetzt so machen anscheinend. Ey, da kriegst du eine Verrenkung im Arm, Alter. Durch das Schwimmen. Du kannst halt dein Handgelenk so behindert halten musst. Ah.
Oh nein, der Kaisch. Habe ich schon mal so. Hier, schnell! Was, du kannst nicht weiter? Ihr Menschen seid ja wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du da nicht oben drüber? Ja. Ach, mal hier, was ist das denn? Kennst du den Schraubensprungmensch? Wenn du eine Wasserschraube in Richtung der Oberfläche ausführst, kannst du springen wie ein Fisch. Ich wollte tauchen und nicht mit ihm reden, Mann. Ey. Auf Anhieb nicht klappt, ich bin begeistert. Fantastisch. Nicht du, schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Ja, danke, fick dich. So, das Ding da vorne sammeln wir noch ein. Und dann beenden wir. Liegt sonst noch was rum? Nein. Jetzt gucken. Nein. Gut. So, machen wir hier Schluss. Im nächsten Part geht's dann weiter. Ich könnte mal nicht sagen, ja, dann geht euch noch wenigstens noch zum Wasserdrachen. Wer weiß, wo der hier ist. Der könnte da sein. Dann könnte das hier noch weitergehen. Und dann könnte vielleicht auch wieder eine halbe Stunde Cutscene kommen. Nein. Diese Kopfhörer. Beenden den Part jetzt. Ist ja nicht so, dass ihr morgen direkt weiter gucken könnt. Also beschwert euch mal nicht. Oh, das muss ich mal strecken jetzt. Oh, meine Füße knacken. Und ja, sollte es euch gefallen haben, was ihr gerade alles so gesehen habt, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Ihr dürft natürlich auch gerne abonnieren, das hilft. Und ihr bekommt halt wie schon oft gesagt die neuesten Videos direkt an eure Wand gepackt. Abo-Wand, wie auch immer. Nennt's wie ihr wollt. Oder schreibt Vorschläge in die Beschreibung, in die Kommentarbox, wie dieses gute Ding genannt werden soll. Und ja, dann mache ich das so. Social Media Links findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung, einfach mal aufklappen, ganz nach unten scrollen, da sind die alle zum Anschauen und Begutachten und draufklicken reingeschrieben worden. Yeah! Ja, zu guter Letzt bleibt mir wie immer nur zu sagen, es war mir eine Freude für euch, ein Video gemacht zu haben und ja, ich hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag und eine erholsame Nacht. Haut da rein. Tschüss.